Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Ich muss kurz speichern. Save Game, Slot 2. Oracle of Seasons. Ja. Wir bekämpfen jetzt den. Der geckt einfach durch mich durch. Mir schaut das sehr stark nach komischen Plattformen aus, die auf mich zufliegen wollen. Deswegen traue ich dem Ganzen hier schon mal. Okay, das macht ihm nicht Schaden. Aua. Toho. Okay, er haltet sich distanziert von mir. Das gefällt mir nicht. Kann ich dem irgendwie entgegentrotzen? Okay. Was? Das ist wirklich Toro. Jetzt ernsthaft, das ist jetzt wirklich nicht mehr normal. Gab es damals wirklich schon diese Danmaku-Action? Ich kann das jetzt irgendwie nicht fassen, dass der Typ so schwer zu treffen ist. Oh Mist, das versteinert mich. Das ist so ein Medusa-Kopf oder wie? Aua. Na komm her. Oh, das war knapp. So. Komm her. Komm her. Ach, du. Das ist die einzige Chance, ihn zu treffen, habe ich das Gefühl. Auf das muss ich also mich herausspielen. Ah, ich habe ihn auch hier getroffen. Und auch hier. Ich muss ihn nur richtig erwischen, immer. Jetzt habe ich das Gefühl, ich hab's raus. Okay. Und erledigt. Er war aber nicht sonderlich schwer. Wirklich. Man muss nur herausfinden, wie man ihn in die Ecke drängt und ihn dadurch angreifen kann. Interessantes Kampffeld übrigens. Und somit erhalten wir die Saat des Lebens, oder? Nein. Wechselnden Jahreszeiten. Die Saat des wechselnden Jahreszeiten. Eine Essenz der Natur. Verstreut. Heute Saat keimt im Frühling, wächst im Sommer, trägt Früchte im Herbst und ruht im Winter. Ein ewiger Kreis des Lebens, der Wechsel der Jahreszeiten. Und somit haben wir alle Essenzen endlich gefunden. Und dieser Part ist beendet. Nein, ist er nicht. Ich weiß nur jetzt nicht genau, was ich jetzt noch machen soll. Ich könnte natürlich direkt weitermachen. Aber schauen wir mal. Irgendwas war ja am Marco-Baum noch dran, das möchte ich jetzt schauen. Schau dich, Juba, du bist bereits im Besitz der 8 Essenzen. Achten Essenz, so. Die wechselnden Jahreszeiten haben meine ehemaligen Kräfte restauriert. Ich habe etwas für dich, also suche mich auf. Das habe ich mir gerade gedacht, deswegen wollte ich genau zu ihm zurück. Schön. Wahrscheinlich gibt er mir jetzt irgendeine Kraft noch. Kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Schön, dass hier Feen sind. Dann verpisse ich mich hier mal. Und nehme mich hier mal weg. Oh, ich war noch nicht überall hier oben. Abbruch. Ich war dort links irgendwo noch nicht. Vielleicht habe ich hier irgendwas verpasst, das würde mich jetzt noch interessieren. Du hast mir wehgetan, übrigens. Ja, mal schauen. Da oben komme ich ja scheinbar nicht mehr wirklich hin. Dort runter, kann ich dort runter fliegen? Nö, kann ich nicht. Unsichtbare Wand hält mich auf. Ey, du bist aber sehr suizidangriffsgefährdet. Suizidangriffsgefährdet, okay. Shorty, Shorty. So, komme ich hier irgendwie? Dort drüber noch. Großes Fragezeichen über dem Kopf. Wo bringt mich das überhaupt hin? So, ausweichen. Ich bin ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Das bringt mich wahrscheinlich auch noch wieder daher, ja, genau. So, dann schau ich aber mal. Shorty, denk nach. Ich weiß noch, dass ich diesen komischen Goblin da noch nicht erledigt habe. Aber hier, nein, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Hier komme ich nirgends mal mehr hin.
wo ich es mir zumindest vorstellen könnte, wo ich hinkommen könnte. Deswegen wirbel ich mich zurück. Tschüss, tschüss. Hatte mir jetzt gerade noch Schaden gemacht, egal. Hier nach unten. Warp. Dann schauen wir mal, was er für uns hat. Aber bevor ich das... Ich sage einfach nichts dazu. Ja, bevor ich das mache, werde ich noch alle meine Ringe identifizieren. Und dann rüste ich sie mal aus, also bis gleich. Nun gut, also, haha, jetzt habe ich einmal alle Ringe identifizieren lassen, werde mir einmal den Schwertring, den Kraftring hier hoch, und er hat mir den erhöhten Schaden hoch, und den Schwertkraftring, also den Schwertkraftbonus sozusagen. Dann habe ich hier noch ein paar zu treffen mit Martha, das werde ich jetzt nicht machen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Martha heißen soll, also was genau damit gemeint ist. Aber ich werde mir hier Boomerang, also den Boomerang werde ich mir reinhauen. Der erhöht mir nämlich den Boomerang-Schaden und das klingt sehr akzeptabel. Das werde ich machen und lasse mir den Wirbelsturm hier im Haus zurück. Nun gut, schauen wir doch einmal, was jetzt kommt. Ob jetzt der Böse einfach auftaucht und den Baum wieder tötet. Schau, Dekuba, du hast alle 8 Essenzen der Natur eingesammelt. Nun bist du ein wahrer Held, der die Essenzen der Natur versteht. In dir liegt die Hoffnung für alles Lebende. Nimm diesen Kern. Genau, den hat er nämlich oben auf sich drauf noch. Der Riesenkern des Makobaums. Damit durchdringst du die Mächte des Bösen und damit kann ich auch dort hinten dann durch. Schau, Dekuba. Für wahr wirst du nun Onox, den General der Finsternis, besiegen, um den Orakel der Jahreszeiten zu befreien. Quahaha, ein Held. Da haben wir es ja wieder. Onox oder Botox. Komm her, wenn du es wagst, Shorty Cuba. Du bist also ihr Held und es geckt da und rum. Ein solcher Held ist nichts im Vergleich zu meinen finsteren Mächten. Quahaha. Ich glaube, es war relativ stumpf, ihn zu besiegen. Okay, egal. Egal. Jetzt schauen wir mal, was wir noch so machen können. Der Part wird kurz, den halte ich jetzt nicht so sonderlich lang, wie vielleicht die anderen Parts. Möchte ich nur noch schauen, was ich alles leisten kann. Vielleicht hier noch irgendwas vorfinden. Nein, hier ist nichts mehr. Hier drin wahrscheinlich auch nicht. Nö. Aber ich lass mich heilen. Wenn ich schon hier bin. Dann kann ich mich ja wieder verpissen. Oh, das funktioniert nicht am Baum. Wie lame. Gag. Eigentlich habe ich runter... Achso, ich muss rauf. Okay. Dann schauen wir mal, was kann ich hier nochmal bei dir machen. Willkommen, schaut dich über. Ich bin Faror, das Orakel der Geheimnisse. Du befindest dich in der Halle der Geheimnisse. Hier nehmen deine Geheimnisse Gestalt an. Zu bestimmten Zeiten wirst du an bestimmten Orten bedeutende Geheimnisse erfahren. Danach solltest du mich hier besuchen. Ich verleihe den Geheimnissen ihre Bedeutung. Und das erklärt sie mir jetzt nicht genau, wenn ich überhaupt irgendwas habe bereits, denn ich habe nichts bereits. Das sind, glaube ich, nur ein paar kleine Dinge, die ich erst ganz zum Schluss nach dem Spiel oder erst im zweiten Durchlauf dann checken kann. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau. Auf jeden Fall weiß ich, wo ich hingehen kann, wo der nächste... Ort ist, wo Boss ist. Ich frage mich jetzt, wo Hexe? Wo war die Hexe? Wo war wirklich die Hexe? Wo war sie? Wird wenn irgendwo in einem Wald gewesen sein. Da ist der Baum. Da ist ein leeres Ding. Da ist der See gewesen. Da war das Dorf, aber wieso komme ich dort nicht hin? Dreimal nach rechts oder so. Warte, da oben. Dann nochmal nach rechts. Das geht nicht. Ach, da war ich einfach noch nie. Shorty, da warst du noch nie. Hier wohnt der Bürgermeister. Der Bürgermeister ist fasziniert von Gaschernüssen. Es hängt vom Ort der Gärtner und seinen Taten ab, welche steht. Der Bürgermeister hat vor kurzem einen guten Platz gefunden. Daher ist er so glücklich. Oh. Sian, da war ich noch gar nicht drin. Ah, bitte, Sir Bürgermeister. Mein Name ist Ghoul. Ich bin Bürgermeister von Horrendorf. Hast du Gascherkerne?
Wenn du sie in welche Erde steckst, gedeiht ein Baum, der Nüsse trägt. In diesen Nüssen kannst du die tollsten Sachen finden. Ein Riesenspaß. Ich bin völlig begeistert. Gleich draußen ist eine welche Erdstelle. Dort kann man sie einpflanzen. Du weißt nicht über Gacha-Kerne Bescheid? Da verpasst du etwas. Als Willkommensgruß erhältst du meinen prämierten Gacha-Kern. Steht wahrscheinlich sein Name drauf. Gleich draußen ist eine Welche. Ja, das hast du gerade nicht gesagt. Mann, Alter, wiederhole dich nicht. Noch einer. Unnötig. Pissen, pissen. So, dann stecken wir einfach mal einen rein, weil er so haben will. Damit er sein Bäumchen da hat. So, ja, was mache ich jetzt? Stellt sich die Frage. Ich würde einfach mal sagen, ich wage mich jetzt schon. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich sonst noch so machen sollte. Als das hier, dass ich hier zum Boss, zum finalen Dungeon gehen sollte. Aber bevor ich das mache, mache ich nochmal einen kurzen Cut. Außerdem, wenn ich mich nicht irre, sollten mir, glaube ich, nur noch 5 Herzteile fehlen, dann hätte ich alle. Und mir fällt jetzt wirklich nicht an, wo ich nach den Dingern suchen sollte. Es ist, glaube ich, aber nicht sonderlich schwer, die Dinger überhaupt zu finden. Wüsste nur nicht, wo die Hexe jetzt sein soll. Wo ich ihr den Pilz präsentieren sollte. Könnt ihr mir ja schreiben, vielleicht mache ich es dann auch noch. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das hochlade, ist das Spiel schon beendet. Deswegen tut es mir ehrlich leid. Könnt es mir wirklich schreiben, aber ich kann euch nicht garantieren, dass ich es noch lese. So, dann wagen wir uns einfach mal rein. Böse Mächte, ich habe aber den Samen, also verpiss dich. Verpiss dich, böse Macht. Ach ja. Stellt euch vor, das würde jetzt nicht funktionieren. Dann haben wir alles umsonst gemacht. So, böse Macht, verpiss dich. Böses Gaggedy-Gag-Gag. Brauch dich nicht hier. Danke. Kann ich mich jetzt bewegen? Es wird sich alles zerschlagen. Ho, 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 ho. Was? Na, schockiert? Wir sind Twinrova, die Hexen der Gerudo. Ho, 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 ho. Bald brennt die Flamme der Zerstörung und dann hält uns niemand mehr davon ab, unsere Riten zu zelebrieren. Deinen jämmerlichen Bemühungen zum Trotz wird der König des Bösen zurückkehren und das Land in Finsternis hüllen. Ich kann mich ja noch erinnern, dass wenn ich das Spiel durchgespielt habe und die zweite Durchlauf sind genau die beiden, die Bosse, blau in blau und rot in rot, also je nachdem, wie entsetzlich der Teil ist. Twinrova steckt hinter Onox. Schaut, ich überrette den! Ja, das ist halt nur die Hälfte der Story an sich, also. Das ist das, was ich so schön an diesem Spielteil finde. Deswegen spiele ich es auch so richtig derbe gern. Mal schauen. Onox Schloss. Gut. Hier geht's direkt links weiter. Und rechts sogar auch. Und vorne auch. Na gut. Danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play The Legend of Zelda Rock of Seasons wieder, wenn wir dem Ende zugehen. Danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.